Der FC Remscheid empfing am heutigen Mittwoch den Drittligisten Rot-Weiß Oberhausen im Achtelfinale des Niederrhein-Pokals. Und einige hundert Fans hatten sich im temporär ausgeleuchteten Röntgenstadion eingefunden, trotz des grottenschlechten Wetters. RWO-Trainer Mario Basler schickte seine beste Elf auf den Platz mit dem Ziel, früh alles klarzumachen. Und so ging RWO auch ins Spiel, während der FCR viel zu viel Respekt zeigte. Wir steigen ein in die dritte Minute. RWO-Stürmer Mike Terranova wird steil geschickt und vollendet mit einem schönen Flachschuss. Und der Drittligist hielt den Druck aufrecht. Felicio Brown-Forbes auf der linken Seite spielt einen Doppelpass und macht in der 5. Minute vorbei am FCR-Torhüter Nico Tauschel das sehr, sehr frühe 2:0. Der FCR hatte eine gute Chance in der Anfangsphase, nur eine Minute nach dem 0:2. Tofik Buziat setzt sich mal auf links durch und will den Ball in die lange Ecke am ehemaligen FCR-Keeper Michael Melker vorbei reinzirkeln. Aber der Ball geht knapp daneben. Danach ist es leider wieder Einbahnstraßenfußball Richtung FCR-Tor. In der 17. Minute köpft dann David Jansen aus abseitsverdächtiger Position das 3:0. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt schon gelaufen. Aber der Untergrund änderte langsam die Farbe. Aus grün wurde weiß, denn aus dem Regen wurde es immer mehr und mehr Schnee, wie man hier sehr gut im Flutlicht sehen kann. Und irgendwann wurde aus den weißen ein roter Ball. Denn der überraschende Schneefall wurde immer stärker. Danach kam die Szene des Spiels. FCR-Stürmer Serkan Hatschisalehoglu läuft auf Michael Melker zu. Der Keeper klärt den Ball, aber Serkan liegt am Boden. Direkte rote Karte von Schiedsrichter Mark Bosch. Aber danach gibt es Diskussionen zwischen RWO und FCR-Spielern. Schiedsrichter Bosch befragt Serkan, ob Melker ihn getroffen hat. Und der verneint dies. Der Schiedsrichter nimmt die rote Karte zurück und dafür bekommt Serkan nach dem Spiel großen Lob von Mario Basler und auch die RWO-Mannschaft bedankt sich beim FCR-Stürmer während des Spiels. Aber der FCR bleibt unterlegen und RWO gelingt eine Minute vor der Pause noch das 4:0, als David Jansen sein zweites Tor an diesem Abend macht. Danach ist Halbzeit und die Männer vom Remscheider Sportamt müssen die Linien im Stadion freischaufeln, da der Platz zu diesem Zeitpunkt komplett eingeschneit ist. Eigentlich rollt der Ball auch nicht mehr sauber, aber bei diesem Spielstand wird das Spiel doch wieder angepfiffen und es wird durchgespielt. Mit dem klaren 4:0 im Rücken schalten die Gäste einen Gang zurück. Aber dann fällt laut Schiedsrichter Bosch FCR-Torhüter Nico Tauschel einen RWO-Spieler, lässt trotzdem das Spiel einige Zeit weiterlaufen und erst dann ertönt der Pfiff. Mike Terranova schießt und verliert Tauschel. Es steht in der 59. Minute 5:0 für RWO. Der FCR ist schon längst geschlagen, aber die Mannschaft will noch ihren Ehrentreffer. Aber auch beste Chancen können an diesem Abend nicht genutzt werden, wie hier der Kopfball von Markus Hosniak nach einer Ecke. Zum Ende macht RWO nochmals Druck auf FCR-Gehäuse und Einwechselspieler Marvin Ellmann macht in der 77. und dann in der 82. Minute seinen Doppelpack perfekt. 7:0 steht es nun für RWO und es bleibt so auch bis zum Ende, da die Remscheider nicht mehr zu ihrem Ehrentreffer kommen. Sebastian, RWO war stark, starker Gegner, auch unter diesen widrigen Verhältnissen, muss man anerkennen, ne? Und verdienter Sieg für die. Ja, definitiv. Also RWO war von Anfang an präsent. Unser Fehler war, dass wir nach 5 Minuten 0:2 hinten gelegen haben, weil wir immer zu weit von den Leuten weg waren und ich glaube etwas zu viel Respekt hatten. Und somit war nach 5 Minuten eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, nicht mehr zu realisieren in dem Maße.